Hallöchen, ich versuch's mal relativ kurz zu halten. Ich habe mir hier Floppys gekauft. Und zwar sind das hier zwei solche schwarzen Boxen und eine so eine Diskettenbox mit Schlüssel. Es ging nur um eine ganz bestimmte Diskette. Und die ist hier in dieser schwarzen Box drin. Test-Demo-Diskette, Single-Side. Und jetzt wisst ihr, was ansteht. Ich will das Diskettenlaufwerk vom C128 kontrollieren, ob das justiert ist. Ansonsten nachjustieren. Das ist die eine. Da ist auch nur die eine Diskette drin in dieser Box. Ich hoffe, die hält das durch. Hier ist noch eine drinne. Maus-Utili-Diskette. Diese Testdiskette. Die habe ich bei eBay gefunden für nicht unter 10 Euro. Ich sage euch nicht, was ich für die Box hier bezahlt habe. Hier ist eine 64er. Da könnt ihr mal selber lesen. Dann so. Das hier. Das hier. Da. Da. Die gehören da wohl nicht zu. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob die überspielt wurden, aber glaubt nicht. Da ist Schreibschutz drinne. Bei der keine Ahnung, was drauf ist. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Hier steht was mit, weiß ich nicht, Seite 1 Grillen oder was? Keine Ahnung. Oder und zweite Seite Gina Sisters und so weiter, glaube ich. Dahinter ist noch was. Wonderboy. Startexter, Geos Arbeitsdiskette, Geowrite. Keine Ahnung, keine Ahnung. Kopien, Roger Rabbit. Keine Ahnung, keine Ahnung. Spielesammlung, Garfield. Keine Ahnung, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nix, auch nix, auch nix. Ich weiß nicht, ob das Original so ist. Wenn das Original ist, ist das gut. Weiß nicht, ob das so original ist. Die ist da auch drinne. Keine Ahnung, was das genau ist. Sieht aus wie Badminton oder was. Das ist die zweite Diskette von der anderen. Da steht nochmal Spiele und das war's. Mehr ist nicht. Und dafür habe ich jetzt ein bisschen Geld bezahlt. Aber ich sage nicht, wie viel. Eigentlich zu viel. Eigentlich wollte ich nicht so viel, aber er ließ nicht mehr mit sich handeln. Gut, aber dann kommt als nächstes Diskettenlaufwerk vom C128 justieren. Dafür habe ich die eine Diskette gekauft. Die wollte ich unbedingt haben. Ich habe bei eBay geguckt, also nicht unter 10 Euro, teilweise aus Italien, aus was weiß ich woher. Mit Versandkosten von bis zu 20 Euro für eine Diskette. Nee. Habe ich noch gefunden. Ich hoffe, die funktioniert auch, dass die nicht jetzt irgendwie kaputt ist oder was. Ansonsten hoffe ich, dass von diesen original beschriebenen hier, von diesen, ja, weiß ich nicht, dass die vielleicht gut sind, damit ich dann zumindest gucken kann, ob das Laufwerk hinhaut oder nicht. Gut. Mehr wollte ich euch nicht zeigen, also kommt demnächst das Video Diskettenlaufwerk justieren.